Ob die dann irgendwas Tolles? Das weiß ich nicht. Es gibt aber auch einen neuen Boss-Mob. Einen wunderschönen neuen Boss-Gegner. Sehr geil. Okay. Der ist sehr lustig, muss ich sagen. So. Ja, ich kenne jetzt den Drachen da in The End. Jetzt gibt's auch einen Neta-Boss. Das ist dann der Wither. Okay. Den, also der Teufel quasi, so, ne? Ungefähr. Den kann man, muss man sich im Endeffekt selber zusammenbauen. Dafür muss man im Neta, muss man Wither-Skeletons killen. Und das sind ganz miese Viecher. Das schon. Und dann der Wither ist ein dreiköpfiger Penner, der im Endeffekt alles in die Luft jagen will. Also so ein Creeper 2.0, ich mach noch mehr kaputt. Ja, nur in Fliegen und mit übertrieben viel Damage Output und so Stuff und Zeug. Warum sollte man sowas bauen? Weil der einem ein geiles Teil bringt für einen sogenannten Beacon, womit du dir übelst geile Attribute verschaffen kannst. Oder Verbesserungen für dich selber, so. Also meinst du so wie das, wie, Das ist dann im Endeffekt eine große Pyramide, die du baust, da setzt du dann diesen Beacon drauf. Ich hab ein Enderman gehört. Wie hab ich doch gerade einen Enderman gehört? Wo ist... Egal. Wo war ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, dann hast du dann mit diesem Beacon, das baust du ja im Endeffekt eine Pyramide aus Diamantblöcken, Goldblöcken und Emeraldblöcken, also Smaragdblöcke. Mhm. Und damit kannst, da kannst du dann dir zum Beispiel Stärke oder so machen. Oder was noch? Da gab es auf jeden Fall einige Effekte, die das Ding haben kann. Dafür muss man dann halt irgendwie bezahlen auf irgendeine Art und Weise. Das ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Also sind es dann quasi, ich kenne ja, also soweit ich weiß, kann man ja seine Waffe irgendwie verzaubern. Mhm. Und das wird dann wahrscheinlich bloß mit dir selber sein, oder? So. Weil die Dinger gehen ja irgendwann kaputt. Ungefähr, ja. Es gibt ja jetzt auch schon so Effekte, die man haben kann, zum Beispiel Hunger, Poison und sowas. Aber genauso gibt es auch Strength und Geschwindigkeit oder so. Und sowas kann man sich halt damit sehr lange machen halt. Und zack, zack. So, ich muss unser Schlafzimmer ein bisschen verschönert hier. So. Mensch, du bist hier so fleißig und ich hol nur Essen. Ich habe auch Essen geholt, jede Menge. Ist ja alles in dem Ofen drin. So, jetzt haben wir schon mal 3x9 Reihen oder so, ne, 3x8 Reihen an Weizen angepflanzt. Bisschen davon, ein bisschen davon. Dann mache ich doch nochmal noch eine Kiste. So, so, so. Kurz Inventar ordnen, ist natürlich auch immer wichtig. Ja. Da hat man immer irgendeinen Scheiß dabei. Ich bin so ein Trost. Weißbrot oder Vollweizen? Weißbrot? Hä? Ach. Hä, was? Ich dachte gerade, hey, was ist das denn? Du hattest da Spinnenseide auf den Boden gelegt. Ah. Man okay. Kann jetzt hier Spinnenseide auf den Boden legen, da kann man sich Stolperdraht mitmachen. Kann man so Fallen draus bauen, das ist böse. Dieses Spiel ist mir viel zu komplex geworden. Ich vermisse es einfach, Blöcke stapeln. So, ich ordne jetzt auch mal hier wieder ein bisschen. Dann kommt da das rein. Die Kohle drückt man mal hier unten hin. Ich kann auch einfach mal den hier drücken. Oder den hier. Hör auf zu cheaten, das ist nicht fair. Das ist Inventory Tweaks, das ist kein Cheaten. Das ist einfach nur schnell sortieren. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Hahaha. So, das Brett da unten, da unten. Mann, ich hab noch Eisen, das ich braten muss. Brat, Brat, Brat. Nom, nom, nom. Wenn wir Bratmaxe grillen, halt die Fresse, du... Was? Halt, warte, was? So ungefähr. So, Spinnenseide gepackt, mal da drauf. Eisen packe ich jetzt auch einfach mal hier rein, das will ich jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Eichenholz brauche ich jetzt auch nicht. Na, das nehme ich mal mit. Werkbank kann man auch immer mal gebrauchen.
So, oben, essen, so. Ach, wie hübsch. Ja, ne? Hast du keine rote Wolle gefunden? Nee, nur kackbraune. Und dunkelgraue. Hm. Komm. Einmal. Sieht zwar jetzt noch bescheiden aus, aber kann man ja dann weiterziehen. Müssen wir noch mehr Wolle haben. Müsst du einfach warten, bis die Schafe abgefahren, wieder sich gedingskircht haben und... Genau. Es ist dunkel. Wir gehen am besten mal schlafen. Ja. Ich bin schon wieder müde. Wieder mal knacken hier. Scheiße. Ja. Nicht mehr was zu essen mehr hier. Fuck. So. Gott, schon wieder 8 Uhr. Ah, schlimm. Interessanterweise steht meine Minecraft wirklich immer um 7 auf. Echt? Ja, ich hatte mal eine Mod drin, die hieß, keine Ahnung, Shield Tags oder so. Und da konnte man einstellen, dass das Ding dir die Zeit angezeigt hat. Und man steht ungefähr wirklich immer um 7 Uhr auf. Ich habe 10 Leder. Daraus kann man sich doch schon ein kleines Lederjäckchen machen, so richtig so gangstermäßig. Okay, wir sind hier in einem riesen Wald. Yep. Und ungefähr 100 Meter in die Richtung ist eine riesen Steppe. Yep. Hm. Auf jeden Fall ausbaufähig. Definitiv. Nicht so wie ich spawne mal in irgendeinem Sumpf, in einem Dschungel oder in irgendeinem scheiß Schneeding. Genau das. Ist mir auch schon so oft passiert, ey. Vorzugsweise bei mir immer im Dschungel. Und mittlerweile, ich mag Dschungel nicht. Ich kann mit dem Dschungel nichts anfangen. Auch wenn man. Ja, vor allem als der ja neu rausgekommen ist, gab es ja irgendwie. War jedes zweite Biom im Dschungel. Ja. Also essenstechnisch, nö, haben wir jetzt irgendwie mal extremst ausgesorgt. Das ist doch mal... Ich glaube, wir haben noch 46 Steaks oder so. Schweinesteaks. Ich habe noch 33 Rindersteaks hier. Die guten Rumsteaks. Ah, da ist die Schlucht, die du gesagt hast, ein Lichtfehler. Mhm. Scheiße, geht's da tief runter. Ja. So, wir noch die Kohle... Die Frage ist immer, wie kommt man da runter? Runterbuddeln. So, dann legen wir endlich mal die Rüstung hier an. Zack. Packen die Erde hier jetzt in die Kiste rein. So. Lauf. Okay, Bogen habe ich dabei, das habe ich dabei. Futter habe ich dabei. Danke, dass du mich an den Bogen erinnert hast. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an, den Spinnspawner da unten auszuheben. So ein ganz kleines bisschen. Dreckscreeper. Nach dem Motto, that's really nice of you. Kohle kann man immer brauchen, nehmen wir mal mit. Kohle, schuppdidu. So, mal sehen, ob ich den Spinnspawner hier wieder finde. Oh, ich habe ihn gefunden. Alles klar. Gut. Das roten, schwarzen Ding, was brennt in der Mitte? Rotes. Hä? Das ist der Spinnenspawner. Ah, Spinnenspawner. Ah, ja. Gott, ich habe halt echt einen Sprachfehler. Sprachfehler.jpg. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, wie baue ich den am besten? Ob ich den... Ich glaube, ich habe eine Idee. Mach du mal, ich gehe ein bisschen Holz farmen. Sollte ich hier mal das Ding komplett ausleuchten, sonst... ich nachher die Spinnenkrätze drin. Ja, ich teleportiere mich kurz zu dir. Ich bin hier wieder nicht zurück. Okay. Wie gesagt, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Stück Brot. Ja, es ist möglich. 1, 4, 7, 5, 6. So. Da drin ist ein Schwein. Bei mir dreht sich eine Spinne drin. Hier ist ein Schwein drin. Oink, oink.
So. Dann. Hier, muss ich hoch oder runter? Du musst. Da lang. Ja. Ich markiere das, glaube ich, hier auch mal so. So. Naja. So. Jetzt muss ich überlegen. Wie baue ich das Ding jetzt? Da klatscht man noch eine Fackel rein, bevor da irgendwas drin spawnt. Irgendwie ist meine Maus nicht in Minecraft gefangen. Ah, Eisen. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich überlegen, baue ich das... Einer. Mir ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, la la la. Brauchst du einen? Ich habe noch zwei. Ich habe 42 Eisen dabei und ich habe Holz dabei. Von daher. Ausgezeichnet. Bin ich ausnahmsweise auch mal vorbereitet, um hier. Ein Mann, der mitdenkt, finde ich super. Ich bin durchgelaufen. So. Das hier nochmal machen, dann machen wir es mal ein bisschen Stickies und so. Das mache ich mir direkt mal total verschwenderisch, wie ich bin. 3 Spitzhacken. Ach, die kann man immer wieder brauchen. Genau. Ja, bin ich so blöd oder finde ich einfach den Ausgang nicht? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Alter, ich bin wirklich gnadenlos dran vorbeigelaufen. Das, obwohl ich da jetzt schon so einen auffälligen Pfeil hingebaut habe. Mann, ich muss echt auf. Ich muss mir echt mal überlegen, wie ich, ob ich irgendwas dagegen machen kann. Tja. Ja. Das mit der Orientierung ist schon so eine Sache. So, die werden hier reingetrieben, dann. Also mein Orientierungssinn ist generell nicht schlecht, bloß irgendwie mein Kopf ist da total für den Arsch. So, machen wir das hier mal ein bisschen kleiner, den Bereich, wo die dann spawnen und das hier auch. Du hast das ganze Eisen mitgenommen, oder? Ja, fällt mir gerade so auf. Obwohl oben müsste, in einem Ofen müsste drinne sein. Ah, super. Da habe ich, glaube ich, ausnahmsweise mal wieder neue Reihen getan. So, dann machen wir das so. Und dann gehen wir mal ein paar Bäume umschlagen, Aggressionen freien Lauf lassen. So, jetzt mal überlegen. Die Spinnen werden hier lang getrieben. So. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Du lässt die runterfallen, oder? Dass sie sterben. Nee, ich lass die in Lava treiben. Habe ich zumindest vor. Ah. Wenn ich jetzt gerade überlege, wie ich das mache, ich glaube, ich muss hier das doch nochmal 3 hochbauen. So, ich mache einfach mal den Platz vor unserem Tunneleingang hier einfach mal holzfrei und baue da mal ein Haus. Tu das, tu das. So Home Sweet Home und so. Ja. Sweet Home Alabama oder so ähnlich. Also die Lava muss auf der Höhe hier sein. Wie mache ich denn das? Am besten teile ich das hier auf. So und so. Huch. So, dann brauche ich. Ich hoffe, Schilder brennen nicht. Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Weil die kann ich dann jetzt einfach mal schnell kurz machen. Mach ich mal. Boah, da muss auch so ein scheiß Monsterbaum vor unserer Haustür wachsen. Monsterbaum. Huch. So.